das da? Alter, was ist das denn? Sieht so aus, als wäre das vielleicht ein neuer Ruf. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Bobby Playtime und ich bin übelst krank. Mich hat auf jeden Fall die Grippe umgefetzt und gestern, Leute, war ich in den Trends mit meinem Video. Wir haben uns ein paar Trailer zu Bobby Playtime Chapter 3 reingezogen. Deswegen setze ich mich heute nochmal ran. Weil wenn ich merke, Digga, Videos hitten richtig brutal rein. Dann gönne ich immer ganz gerne nochmal eine. Und dann bin ich auch immer sehr motiviert, egal wie schlecht es mir geht. Deswegen lasst ein Like da, wenn ihr das feiert. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Es wird sehr, sehr krass. Kuss geht raus und wir sehen uns drin. Alles klar, Freunde. Okay, das Ding hier ist von Gavrik. Man sieht auf jeden Fall, ne? Wir sind mit dem Zug umgestürzt, etc. Okay. Was ist das hier? Das kennen wir auch irgendwoher. Da, wo Huggy halt im ersten Part runterfliegt. Soweit, so gut. Poppy Playtime 3. Oh, was ist das da? Alter, was ist das denn? Warte mal ganz kurz. Ist das da um Daisy mit der Blume? Playcare? Okay, das Teil kenne ich tatsächlich nicht. Ich muss mal ganz kurz irgendwie einen besseren Blick hinkriegen. Man sieht es hier ziemlich schlecht, aber wir haben hier dieses Playcare-Schild. Was man am Ende von Kapitel 2 auch sieht. Und hier sind jetzt irgendwie, ja, halt so komische Wände. Und wer ist das? Hios Mios. Wer ist das denn? Oh, gelbe Hand. Also entweder, ich finde eher, sie ist ein bisschen golden, Leute. Die gelbe Hand oder die goldene Hand könnte natürlich im nächsten Chapter auch eine gute Rolle spielen. Hashtag Gold oder Hashtag Gelb in die Kommentare rein, wenn ihr meint, das ist gelb oder das ist Gold. Ich finde persönlich, das ist Gold. Aber es könnte möglich sein. Und da ist Huggy Wuggy mit der Prototype. Und Mami Long Legs auch. Wer ist das? Oha. Wacky Baby, okay. Wir müssen mal ganz kurz überlegen. Stellt euch mal vor, diese Klaue verbindet sich mit jedem Spielzeug. Das wäre doch zu krass, weil Mami Long Legs war da eben als Klaue sozusagen. Und Huggy Wuggy auch. Das wäre natürlich zu wild. Und das ist der Terminator. Den hat er aber aus Cave Game gezogen. Den kennen wir ja. Oh. Huggy Wuggy einfach weggezogen. Ja, das war krass. Jetzt kommen die X-Akten von Huggy Wuggy. Und das Video ist von Eddie, Leute. Wir sehen hier irgendwie einen Typen, der Huggy Wuggy anguckt anscheinend. Man sieht Huggy Wuggy so ein bisschen hier rumlaufen. Oh! Digga, was ist das denn? Alter Schwede! Okay, das ist sehr, sehr angsteinflößend, Freunde. Digga, so sah Huggy doch aber nicht aus, ne? Ey, Huggy! Sag mal, hast du das mal hast du das gesehen? Ich finde, der sieht nicht so aus, ne? Leute, guck mal. Komplett entspannter Typ. Aber ja. Ah ja, wir haben hier Boogiebot, der anscheinend zum Leben erwacht. Da vorne ist Huggy. Der isst jeden auf, ne? Okay, der kann... Alter. Hast du das gesehen? Guck mal, was ist das denn? Das ist doch kein Huggy Wuggy mehr, Mann. Oh mein Gott. Yo. Kann mir mal irgendjemand sagen, wo das herkommt? Bitte schreibt es mir in die Kommentare rein, damit ich weiß, wo das herkommt. Würde ich mir gerne mal angucken, das Video. Das sieht auf jeden Fall übelst krass aus. Und da hat der Bonzo in der Hand. Alter, wie machen die das? Und der reißt sie komplett auseinander. Und hat ihn gegessen. Oh mein Gott. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Respekt, muss ich an der Stelle ehrlich sagen. Respekt an Eddie, starkes Video. Noch eins von Eddie. Und hier sieht man, wie man mit dem Zug den Unfall baut, Leute. Ihr wisst, ne? Ihr solltet alle in den Zug einsteigen. In den Abo-Zug, Leute. Danach gab es einen Unfall. Wir sind da. Und die Playcare ist jetzt noch hier. Wir haben quasi einen Unfall mit dem Zug gebaut und sind jetzt quasi an der Playcare, haben wir den Unfall gehabt und können da jetzt reingehen. Und das soll die Playcare irgendwie so sein. Huggy ist jetzt hier. Hallöchen, hallo. Hey, Freunde. Ihr solltet vielleicht mal Daddys Instagram-Kanal abonnieren. Warte mal ganz kurz. Den da oben meine ich, den da. Wenn ihr eine Autogrammkarte haben wollt, dann solltet ihr da definitiv mal raufgehen. Und außerdem, glaube ich, steht Daddys WhatsApp-Nummer auch da. Also Leute, ich muss los. Was haben wir noch längst? Oh Gott! Wurde weggezogen. Ja. Boah, was ist das denn hier? Okay.
Wir haben hier ziemlich viele Spinnenweben und da ist auch noch irgendwie so ein Tor oder sowas. Mhm. Sehr interessant. Das hier ist auch super krass, Leute. Absolut mieser Enemy. So als wäre Mami Longlegs wiedergeboren worden und dann noch viel böser, als sie eigentlich schon war. Ja, Mann, diese Trailer sind wirklich sehr... Oh. Wow, hast du das gesehen? Seine Augen haben sich bewegt, aber diesem anderen gruseligen Typen, ey. Yo, Hashtag Auge. Also da wäre ich ja direkt weg. Direkt los. Krass. Was ist das hier? Oha. Okay. Ja, und Tagi wird natürlich gezogen, man kennt ihn. Aber das sieht so heftig aus teilweise. Da ist die Playcare, Leute. Da ist die Playcare. Mhm. Krasser Trailer, Digga. Ist ganz stark. Ganz starkes Ding. Da liegt Bonzo in der Ecke und da ist Prototyp Huggy. Das ist... Digga, war das Baby Daddy Longlegs oder was war das, Leute? Kevin Longlegs, so sah der ungefähr aus. Matja Games TV hat hier nochmal was rausgeschallert. Und das sieht nicht aus, als wäre das hier nur ganz blödes Zeug, Digga. Nein. Das Teil sieht sehr, sehr crazy aus. Was ist das? Hier haben wir es hochauflösend. Da vorne ist Boogiebot, PJ Bonzo. Und ich weiß nicht, was das hier ist, aber die sind hier alle in so einem Raum. Dead. Einfach dead. Da ist die Playcare. Ja, wir fallen hier durch die Höhle durch. Man kennt ihn. Was ist das hier für ein Raum? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Hier sind überall diese Alarmsignale. Aber den Raum habe ich auch noch nie vorher gesehen. Da ist so eine Tür, die hat man aufgeschlagen. Und da ist der Zug kaputt. Boah, crazy. Was ist das? Das kann ich nicht so ganz lesen. Aber es sieht so aus, als wäre das vielleicht ein neuer Room. Wo kommt dieses Footage eigentlich her? Wer hat das gemacht? Da steht Daisy, ne? Und das ist Huggy. Möglicherweise der Prototyp. Und der ist weg. Habt ihr gesehen, wie die Kralle ihn geschnappt hat? Uff. So schnell müsstet ihr mal abonnieren. Jetzt habe ich noch was richtig Krasses. Und zwar gibt es einen Jumpscare, einen möglichen Jumpscare von Daisy. Das Ding ist wirklich sehr, sehr krass. Falls ihr euch vor Jumpscares fürchtet, Leute, macht lieber das Licht an, denn wir werden uns den jetzt reinziehen. Okay, Motja wieder hier und der bewegt sich und da ist Daisy. Das war auf jeden Fall ziemlich krass, Leute. Das war's mit einer weiteren Folge zu Poppy Playtime und verschiedenen Chapter 3 Trailern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin super gespannt und sobald ich was Neues rausfinde, über Kapitel 3, werde ich es definitiv gleich euch mitteilen. Lasst ein Like für das Video da, damit das vielleicht auch wieder in die Trends kommt, würde ich mich freuen. Und schmeißt ein Abo oben rein, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nämlich die nächsten Videos noch nicht. Danke fürs Zusehen bisher. Dickes Küsschen. Deno out.